Hallo ihr Lieben, ich bin diesmal nicht im Garten. Ich bin in der Nähe von Erftstadt beim Garten-YouTuber-Treffen. Ich habe mir gerade zwar schon eine schöne Dusche gegönnt und kalt Wasser hinterher, damit ich fit bin, aber mein Kopf funktioniert noch nicht so. Ich kann auch noch gerade so aus den Augen gucken. Nichtsdestotrotz, ich bin aufgeregt. Ich schaue gerade in die Richtung, wo heute das Garten-YouTuber-Treffen stattfindet. Denn das, was ihr jetzt sehen könnt, gleich hinter mir, ist ein Naturschutzgebiet und dahinter ist der Naturschutzbund. Und ja, da wird das Ganze heute stattfinden. Ich habe den kompletten Namen jetzt nicht im Kopf. Wenn ihr das Video seht, ist das natürlich schon vorbei. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte ein paar Eindrücke euch vermitteln für alle, die nicht dabei sein können. Ich wurde auch darum gebeten, dem komme ich auf jeden Fall nach. Ganz wundervoll geweckt, richtig, richtig schön. Bin untergebracht auf so einem halben Bauernhof, Resthof, wie auch immer sich das dann schimpft. Ich kann das gar nicht so richtig benennen. Allerdings gibt es da, also es gibt auf jeden Fall da Tiere. Esel habe ich gesehen, ein kleiner Demetergarten, ein kleiner Permakulturgarten, ja, Truthahn habe ich gesehen. Ja, und wie ihr hören könnt, ich bin jetzt mal ganz kurz still. Schlecht gepennt, aber wunderschön geweckt worden. Also ihr könnt mir das ansehen, voll am Grinsen, gut drauf. Und ich muss sagen, ich merke gerade, ich bin spät dran, weil die ersten durften schon aufs Gelände. Ich habe noch ein paar Kilometer Radweg vor mir. Ich bin ja mit meinem Spermelschatz hier und ja, das werde ich jetzt einfach mal holen. Ein Stück zurückgehen und dann ab aufs Gelände, damit ich euch ein bisschen was filmen und zeigen kann. Hallo. Die Luft ist heute auf jeden Fall schon mal herrlich. Ich bin noch ganz gut drauf, trotz Aufregung. Und ja, ich freue mich auf die Zuschauer. Ganz gespannt, wen ich alles noch kennenlernen darf. Ich bin ja gestern schon angereist und gestern durfte ich schon viele YouTuber kennenlernen. Eine ganz große Sache, finde ich. Ja, es ist echt spannend, Menschen zu treffen, die man über Videos kennt, die dann letztendlich dann auf einmal vor einem stehen. Aber witzigerweise fühlte man sich da ganz frei. Also ich habe mich richtig wohl gefühlt gestern und das war so fürs erste Treffen richtig gut. Ja, so, ich fahre mal weiter, werde auch schon gleich da sein. Ja, vorne wird es gleich reingehen. Ich weiß nicht, wie sehr ich Aufnahmen machen kann. Die ersten Leute finden sich auch schon ein. Ich gehe mir davon aus, dass die anderen schon auf dem Gelände sind und dann hier vorne hinter der Hecke, dort wird das gleich alles sein. Ich wurde gerade schon begrüßt. Stefans Hobbygarten fuhr gerade schon an mir vorbei. Da hinten könnt ihr ihn noch einparken sehen. Nee, könnt ihr nicht. Egal, ich bleib mal hier. Verzeiht mir ein bisschen das Gewackel. Ich glaube, das liegt an meiner Nervosität. Ich habe gerade noch keine ruhige Hand. Vielleicht finde ich die noch. Ich habe natürlich hier so ein Stativ dran. Das ist ein bisschen was anderes als das, was ich zu Hause habe. Aber das wird schon alles klar gehen. Da sind die Infostände, da fahre ich jetzt. Also ich gerade den Arthur von Arthurs Garten, der macht das schon mega lange, hat in jungen Jahren angefangen. Ich finde das großartig, wenn junge Menschen gärtnern. Da sind schon alle in heller Aufregung aufzubauen. Ich werde bestimmt gleich auch irgendwo eingespannt. Übrigens, die Sonne kommt langsam raus, als soll's so. Du hast hier so ein schönes Bewässerungssystem ausgedacht, ne? Ja, genau, wenn ich das mal kurz zeigen darf. Und zwar... Ja. Kann man solche kleinen Infusionssysteme super dafür benutzen, um an so einen Ständer, man kann den natürlich auch verkleiden wie solche Flaschen, man könnte theoretisch auch Fässer nehmen oder zum Beispiel Konservendosen, das ist dann ein bisschen nachhaltiger wegen Plastikmüllvermeidung. Mhm. Und dann kann man hier ganz einfach mit dem Viererbohrer ein Loch reinbohren. Du hast dazu ja ein Video gemacht. Genau, ich werde das mal rein verlinken. Oh, das liegt, dankeschön. Und dann kann man das ganz einfach mit so einem, mit so einer Regulierung, hier ist so eine... So wie man das aus dem Krankenhaus kennt, genau, wo man dann den kann Kopf man, regulieren kann. Genau, und dann kann man ja den Strahl tröpfchenweise einstellen. Das ist echt praktisch. Was soll ich denn jetzt? Die
alle auseinander, damit ich die Kästchen Eis habe. So. Das habe ich nur für den Transport so gemacht. Damit ich das hochstarten kann. Ich was kaputt machen? Nachdem ich dann gerade mal gemerkt habe, dass ich nicht auf Aufnahme gedrückt habe, laufe ich jetzt nochmal von vorne los. Ich wollte euch ein bisschen einen Kanal nach dem anderen vorstellen. Ich kenne ja schon ganz viele, ein paar kenne ich nicht, aber die meisten sehr wohl. Und ja, ich fange einfach, ich weiß nicht, was hier vorne hinkommt. Da wird noch aufgebaut. Will ich jetzt auch gar nicht so draufhalten. Hier ist Stefans Hobbygarten, er hat schon ganz viele Pflanzen, die essen, gehen auch schon weg, wie ich mitkriege. Denn die Nadja von Neues vom Landei, die packt hier gerade ihre Kartoffeln aus. Da ist sie. Und den Gartengemüsekiosk, da könnt ihr die Jen sehen, da vorne steht der Gärtner. Hier findet gerade das nächste Interview statt, das habe ich auch schon hinter mir. Der Herr Rigotti nimmt uns alle mal 2-3 Minuten aufs Korn. Ja, und der Mika hat hier seinen Stand. Ich weiß gar nicht, wo Florian seinen Stand hat. Dann haben wir ja Permaglück, von dem habe ich ganz viel gelernt. Vielfalt und Selbstversorgung. Dann haben wir hier Thomas vom Kanal am Kirschbaum links, den gucke ich auch sehr gerne. Der Nadine von Sandlebensgartenkanal. Dann haben wir die Gartenküche, für mich neu, gucke ich mir mal an. Wollt ihr winken? Denn Connor habe ich hier schon mal vorgestellt oder werde es noch tun. Direkt daneben der Nietz mit seinen Pflanzen. Hier sind sie beschäftigt, vielleicht ein Live-Dreh, ich weiß es nicht. Arztgarten und Felix Hobbygarten. Dann gehen wir nochmal in die Mitte. Abends kleine Gartenwelt. Nee, abends kleine Welt. Hilfe. Vorne sehen wir das Urgestein, der Selbstversorgerkanal, der Ralf. Und dem hier. Mein Vater steht da gerade vorne und besorgt mir eine Bananenpflanze für meinen Garten. Das ist ja das totale Highlight für mich, was die Pflänzchen hier angeht heute. Ja, der Verkauf ist auf vollen Touren. Wow. Na, hat er schon eine Bananenpflanze? Nein, hat er nicht. Das freut mich doch, genau. Hi! Pflanzen habe ich genug, aber ich möchte einfach alle. Grüß dich! Ja, genau. Ich glaube, mir geht das T-Shirt aus. Abkürzen? Nee. So. Ach, herrlich. Marcel hat richtig aufgefahren hier. Ja, so langsam fühlt sich das. So ihr Lieben, ich habe glücklicherweise mein Pflänzchen bekommen, was ich mir so vorgestellt habe. Mein Vater hat es mir ergattert, von Marcel ausgesucht. Ich bin total happy. Da könnt ihr gespannt sein, was Schönes in meinem Garten wachsen wird. Eine winterharte Bananensorte aus dem Himalaya werde ich natürlich in anderen Videos noch mal vorstellen. Voll schön, es ist gestartet. Wir haben jetzt irgendwie 20 vor 11. Und ja, ich habe gerade meine Bananenpflanze zum Auto gebracht und dachte, ich nutze hier nochmal die Gelegenheit für ein, zwei Worte. Ja, eigentlich nur ein kleiner Zwischenstand. So langsam kriege ich Hunger. Ich habe mega viel Durst. Ich merke das an meiner trockenen Haut an den Beinen. Das ist so ein kleiner Indikator. Wackel, wackel, das ist auch ein Indikator. Ja, ich werde mal gucken, was ich noch so an Aufnahmen einfangen kann für euch. Ich möchte mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr mit den Leuten unterhalten und mir das angucken. Und wenn es was zu zeigen gibt, dann werde ich das auf jeden Fall tun. Es können halt Kinder Quartett mitspielen, man kann Memory mitspielen. Ich habe eigene Spielmodi mir überlegt. Design-Duelle habe ich eingenommen, wo es darum geht. So, ihr Lieben, Garten-YouTuber sind alle voll im Gange. Ups. Oh, hier ist ja auch was Tolles. Wir haben eine Sonnenuhr, richtig schön. So, nachdem ich dann gerade mal gemerkt habe, dass ich den falschen Zoom an habe und meine Videos richtig wackelig geworden sind, ich habe ja sowieso keine ruhige Hand,
Oh, guck mal hier, ist das Raps? Ich habe keine Ahnung, sieht auf jeden Fall so aus. Nee, ist bestimmt kein Raps. Aber riesig, ne? Also das wäre auf jeden Fall so ein Permakulturelement, finde ich. Schön. Ja, ich möchte euch ein bisschen mehr zeigen. Ich habe es eigentlich gerade schon in dem Zoom erzählt. Aber ja, jetzt muss ich hier nochmal durch oder möchte hier nochmal durch, um euch zu zeigen, was es hier auf dem Gelände auch noch gibt. Ne? Gibt ja natürlich ein paar andere Stellen als nur die Garten-YouTuber-Ecke. Und hier vorne soll es Stockbrot geben, glaube ich. Genau. Ja, und dann gibt es hier überall, da läuft gerade der Dennis von Garten ganz nah mit der, oh, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Kerstin von Permaglück. Habe ich ja schon im Video gezeigt, sicherlich. Und hier vorne gibt es so eine, ja, so eine Lebensstraße, da kann man so auf verschiedenen Ebenen einige Infos da, diese Schilder, die ihr da sehen könnt, ich wieder jetzt nicht nochmal hinlatschen, ich war da gerade. Ja, obwohl, ach, kann ich eigentlich auch machen. Naja, da gibt es verschiedene, ja, von bis, ne, Organismen und Bodenbeschaffenheiten, Schichten, was weiß ich, da oben sieht man ja noch einen Raptor. Didi. Und auf den anderen Tafeln sind auch jede Menge Informationen. Wie gesagt, ich war hier gerade ja schon einmal. Hab's dann verrissen. Oh, richtig schön hier. Ich genieße gerade diesen Ausritt. Hier ist ein bisschen was für die Kids dabei. Also wer Kinder dabei hat, ist auf jeden Fall auch immer was da. Ihr glaubt gar nicht, wie schön das hier ist. Ich habe so viele schöne Menschen kennengelernt. Ach, ich habe das total genossen bis hierhin. Jetzt bin ich aber auch echt kaputt mittlerweile. Mal gucken. Wird hier auf jeden Fall noch ein bisschen verharren. 2 Stunden ist es, glaube ich, noch offiziell von der Länge her. Und mal gucken, wie lange ich durchhalte. Aber ich habe eigentlich vor, dann bis zum Ende zu bleiben. Mal gucken, was das wird. Hier auch. Ich finde das voll sehr interessant. Hier so die Infos. Was ist das? Muss ja was Wippiges sein. Ganz easy, ja. Okay, wahrscheinlich ist das einfach nur eine Wippe. Oder eine Waage. Das könnte eine Waage sein. Steht da drauf. Naja, egal. Hier haben wir ein bisschen Müll, sehe ich gerade, aber das hat noch irgendwas auf sich. Ich verstehe nur nicht was. Ah, okay. Wahrscheinlich muss man sich hier ein bisschen mit beschäftigen. Ah, Experimente. Entdecken, erleben, experimentieren. Das ist doch mein Ding. War es im Groben und Ganzen auch schon. Ich werde mal wieder vor uns den Garten-YouTubern gehen. Nicht, dass ich noch irgendwen verpasse oder jemand mich verpasst, sagen wir lieber so. Ich wollte schon ganz gerne vorne präsent sein für die Menschen, die von weit her kommen. Oh, ich kriege die Augen ja noch kaum auf hier. Bin hart müde geworden. Ja, egal. Ich denke, ich habe alles gezeigt, alles Zeigenswerte. Wenn noch was kommt, dann haue ich das mit ins Video. Das hat halt verschiedene Spielmodi für Kinder, für Erwachsene, einfach um das alles auswendig zu lernen. Ja, genau. Und um es zu teilen halt auch. Und ansonsten ist es halt das super mächtige Design-Tool überhaupt, wenn du mehr wie Gemüsegarten machen möchtest. Wie ordne ich die Pflanzen miteinander an? Wie harmonieren sie am besten? Und was kann ich davon essen? Was für Werkzeugmöglichkeiten gibt es mir? Ja, und halt, du hast diese Smartphone-App. Du hast den Kalender, kannst halt vergleichen, was gerade blüht oder fruchtet. Ja, kannst hier so durchscrollen oder halt so scrollen und Wurzeltypen gucken, Klimazonen gucken, was ist selbstbefruchtend, nach wie vielen Jahren fruchtet es. Also Sachen, die selten, sage ich mal, in der Literatur findest, da Pflanzenbau und denkst ja, wie lange muss ich da nicht warten, bis ich davon Früchte habe? Oder pflanzt eine Esskastanie und wartest und dann kommt da nichts und denkst, oh, hätte ich vielleicht vorher wissen müssen, dass ich eine zweite brauche. Solche Sachen halt, okay, alle, ne? Okay. Und da ist halt alles drauf, was du quasi als Gestalter eines Ökosystems zur Selbstversorgung wissen musst. Ne? Mit den ganzen Infos, medizinischen. So, das meiste ist jetzt passiert. Es wird schon leerer. Viele, viele Pflanzen sind weg. Voll schön. So, hinter mir noch die Teleskop-Area. Finde ich sehr spannend, da muss ich unbedingt auch noch mal durchgucken. Ich bin durch für heute, ich bin echt fertig, bin richtig müde. Ich hoffe, ich konnte euch ja ein paar Eindrücke einfangen, ein paar Bilder. Ich fand es mega schön und ich glaube, da ist einiges zusammengekommen.
Und ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sage an dieser Stelle tschüss und bis zum nächsten Mal wieder aus meinem eigenen Garten, denke ich. Euer Lars, ich bin raus. Tschüss, tschüss.